Willkommen zurück zu Folge Nummer 2. Nachdem sich jetzt der erste Schreck bei mir wieder ein bisschen gelegt hat, greife ich nochmal voll an. Aber Moment, ich muss nochmal schnell weg. Etwas weniger Licht. Oh ja, und schon schaut die Sache gleich ganz anders aus. Ich habe an den Soundeinstellungen rumgebastelt. Wenn ich es verkacke, dann versuche ich es in der nächsten Folge wieder besser hinzubekommen. Los geht's. Halt, in der Folge ist einer hier reingegangen. Und ich muss sagen, ich bin froh. Die Tür ist zu. Was hier? Da komme ich nicht weiter. Das ist ein Tisch. Ah, okay, man muss auch ein bisschen oben gucken. Oben rechts, da seht ihr die Batterie, die geht recht schnell runter. Also das wirklich immer nur kurz nutzen, um sich umzuschauen. Wie war Rennen? Hier war Rennen. Kommen wir da weiter? Also die erste Folge, die hat mich schon richtig gepackt. Quetschen wir uns mal da durch. Was muss ich machen? Muss ich irgendwas machen? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich weiß nicht. Alter Verwalter, ich liege jetzt hier. Alter! Wer ist denn? I see. Oh, ich verstehe. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your eyes. Ah, ein sehr gläubiger Mensch. Alter. Und jetzt können wir aufstehen? Sind wir verletzt? Krass, 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 krass. Neues Ziel: Fliehe aus der Nervenheim und besuche das Sicherheitsterminal am Haupteingang. Okay, dann fliehe ich hier mal. Ohne uns noch umzugucken oder wie? Ich bin ja von oben gekommen. Das bedeutet, es wäre nicht schlecht, wenn ich von oben fliehe, oder? Wo sind wir denn hier? Da geht es eher in den Keller, da will ich gar nicht runter gucken. Da rot ist Exit. Es ist wirklich. Wirklich lauter Gruselmomente. Steht da Exit schon drauf, oder? Ah, da steht Exit drauf. Kommen wir da raus? Okay. Soll irgendwas am Hauptterminal machen. Es ist echt mega spannend, Leute. Was steht denn da? Wahrscheinlich. Ach, guck mal, wie der da liegt. Kann ich das angucken, die Notiz? Dokumente. Die haben wir neu, oder? Sehr gut, aufgrund der bevorstehenden Berichte sind keinerlei Maßnahmen seitens der Mikrogruppe erforderlich. Das professionelle Objekt bleibt. Okay, alles klar. Ich will das gar nicht durchlesen. Ich soll hier fliehen. Das auch. Also man sieht, die haben alle noch irgendwie um Hilfe gerufen oder wollten jemanden verständigen. Warte, was wollte ich machen? Notiz. Nerveneinheit. Ich bin dann. Welches ist da? Man wird schon schlecht, wenn man. Das sind wahrscheinlich Notizen, die ich geschrieben habe. Ganz sicher nicht um Willenbruch, Pause mittlerweile. Ja, Tradition, okay. Die Uhrzeit läuft weiter. Ey, ich bin wirklich nervös. Man weiß nicht, was soll man zuerst machen oder nicht. Das zu. Ich muss sagen, ich bin auch froh um jede Tür. Wir haben uns nicht ausgedrückt. Warum? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're still people. We didn't choose this. Okay. Anscheinend ist der hier in dem Raum. Walker. Alter Verwalter, das ist zugenagelt. Geht's trotzdem auf? Ne. Gehen wir da mal rein, Security. Oh, was stand da? Fuck. Für diese Tür ist eine Schlüsselkarte notwendig. Okay, da müssen wir wahrscheinlich nur so einen toten
Security-Heini finden. War da nicht einer? Hat der eine Schlüsselkarte? Unnatürliche Körperhaltung. Alter. Okay, wahrscheinlich erschrecken wir uns gleich wieder. Das geht. Liegen da Batterien? Also irgendjemand hat auch versucht, die Leute runterzuspülen. Achtung, ich bin vorbereitet. Hat der eine Schlüsselkarte oder sowas? Nee. Das Klopapier könnte ich mitnehmen, weil ich mir die ganze Zeit einscheiß. Das Putzkammerl. Kann man da noch was aufdrehen? Nee. Okay. Das ist wirklich krank, das Spiel. Ultra krank. Hat der eine Schlüsselkarte, der Kerl? Da ist eine Batterie, die kann man nehmen. Batterien sind immer gut. Da war was oder war ich das? Ich weiß es nicht. Also wirklich sehr, sehr spannend. Gucken wir uns einmal hier um, ob da noch was liegt. Batterie sparen wieder raus. Also im Moment habe ich mich ein bisschen gefasst. Aber wo sind wir? Security Room, Electric Room, Library. Kann nach oben gehen. Nee, kann ich gar nicht. Geht der Lift? Okay, nach oben scheint es nicht zu gehen. Wir müssten aber eigentlich nach... Hockt da einer? Oh, in dem ist noch ein bisschen Leben drin. Was denn jetzt? Mach weg, brauchen wir nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, wohin. Auch zu. Wir sollten ja so schnell wie möglich hier fliehen. Um am Haupteingang irgendwas zu machen. Ich habe es schon wieder vergessen, aber im Empfangsbereich. Da ist auch noch ein Lift. Ne, ist das ein Lift? Ne, was ist denn das? Da geht gar nichts, oder? Das ist... Ach, das ist der Hauptausgang. Da steht das Auto von eben. Okay, gut zu wissen. So schaut es hier aus. Alles klar, drücken wir noch. Kann man noch irgendwas machen? Das wäre ja super, wenn wir da schnell raus könnten. Was ist das? Das sagt doch mir irgendwas. Ne? Okay. Oh ja, ich trau mich, man traut sich wirklich gar nicht, die Türen aufzumachen. Weil es so spannend wird. Gehen wir mal runter. Da muss er Klempner her. Machen wir mal auf. Ah, hey. Okay, bin froh, dass es nicht aufgeht. Wo läuft denn die Brühe hin? Wasserschäden sind immer sehr teuer. Okay. Okay. Ich glaube, es ist ein Fehler, wenn ich jetzt aufmache, oder? Man kann auch so schön unauffällig gucken. Okay, alles klar. Hier kommen wir gerade nicht weiter. Da ist der Haupteingang. Da kommen wir nicht raus. Ich probiere es jetzt aber nochmal. Aber dieser dunkle Raum. Okay.
Okay, da kommen wir auch nicht. Wo lang müssen wir? Man kommt ja nicht mehr nach oben. Da bin ich runtergekracht. Und es geht nur nach unten. Im Moment jedenfalls sehe ich das so. Jetzt laufen wir mal ein bisschen hier noch rum. Im Moment macht alles einen entspannten Eindruck. Bis auf den Typen da drüben. Da geht's nicht nach oben. Der Lift, da kommen nur Leichen geflogen. Da waren wir schon mal. Dann gucken wir da nochmal in jedem Raum. Da ist der Putzeimer, oder? Genau. Wir brauchen eigentlich so eine Security Card auch. Bitte, wir müssen nochmal die Leichen abchecken hier. Da geht nichts weiter. Kann man da die Tür öffnen? Irgendwie durchkrabbeln? Nee, geht nicht. Ich nehme das jetzt alles ganz cool. Da kommen wir nicht rein. Schlüsselkarte brauchen wir. Alles klar. Da kassiert auch nichts. Bei dem waren wir auch schon. Die Tür ging nicht auf, oder? Genau. Ah, hier waren wir auch schon. Den Typen kenne ich. Ich bilde mir ein, irgendeiner von denen müsste eine Security Card haben, aber das sind wahrscheinlich nur Pfleger oder Angestellte. Zu? Sind da noch Türen? Da ist noch eine Tür. Geht nicht auf und die ging auch nicht auf. Halt, mach mal auf. Nein. Okay. Eigentlich bin ich ganz froh, dass ich im Moment nicht weiter weiß. Dadurch ist das Spiel etwas entspannter und nicht ganz so nervenaufreibend. Okay. Wir gucken uns nochmal hier um. Irgendwas habe ich übersehen. Was gibt es am Empfang? Kann man hier irgendwas drücken? Ah, da gibt es noch Unterlagen. Nehmen wir die mit. Vielleicht ist auch irgendwie so eine... Oh, der Computer da ist jetzt nicht so ein Lockscreen. Schauen wir uns mal an, die Dokumente. Das sind die neuesten, oder? Alte staatliche Erklärung wurde mir von bla 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 nach der Übersetzung erforderlich durch das bla 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 bla. Leck mich am Arsch. Ja, okay. So. Wie kommt man hier raus? Hast der so eine Keycard, Junge? Kann man den irgendwie stupsen oder so? Nee. Am Boden liegt auch nichts. Okay. Bisschen verwirrt bin ich. Oh, da waren wir noch gar nicht drin. Cool. Da steigt aber auch gleich so ein bisschen hier wieder. Was ist es hier? Ein Office. Oh weh. Man wird nervöser. Lass mal gucken, was hier noch. Absolut spannend. Kann man nichts machen? Kann man was von den Unterlagen? Hier ist so das Aktenarchiv, so wie es ausschaut, von den ganzen Gestörten. Halte. Was soll ich? Mich halten? Okay. Ach, jetzt sind wir bei dem Typ. Das hat er gemeint. Bisschen Angst habe ich vor dem.
soll ich mit dem machen? Sollen wir mal zu dem hingehen? Vielleicht erzählt er uns was. Boah, Leute, ich krieg grad so die Gänsehaut. Unterernährt. Okay, viel passiert mit dem nicht. Wahrscheinlich kann er gleich wieder rennen. Alter Fucker, schaut das gruselig. Das. Alter, was mit. Der schaut Fernsehen. Oh weh, oh weh, oh weh. Was für kranke Gestalten. Der Sound ist auch wirklich mehr als gruselig. Aber das Schlimmste in dem Raum ist wirklich, der Fernseher ist kaputt. Fressen die mich gleich? Ich geh mal raus hier. Ist der Rollstuhlfahrer noch da? Ja. Kommen wir da durch? Nee. Ja, nu? Hier? Können wir hier aufmachen? Nee, auch nicht. Was soll ich mit denen machen? Anscheinend sind die gar nicht auf Krawall aus. Alter Fuck. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Aha. Ich bin ein Stück weiter. Komm, scheiß drauf, machen wir die Tür auf. Ich bin auf alles gefasst. Der nächste, ich hoffe, Tote oder Harmlose. Das ist diese Security Card, die wir brauchen. Sehr cool. Die haben wir. Dann gehen wir mal zurück. Gesammelte Objekte werden im Museum aktualisiert. Okay, gucken wir uns das mal an. Notizen. Und wo sind die gesammelten Objekte? Ich bin drin. Hm. Ach, Inventar, hier, die Schlüsselkarte. Für den Sicherheitsterminal. Fliehe aus der Nervenheilanstalt. Benutze das Sicherheitsterminal im Haupteingang. Okay, alles klar. Ob das so einfach klappt, das sehen wir jetzt gleich. Was hier? Meine Fresse, ist das spannend. Ob die jetzt immer noch so harmlos sind? Meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Was kann ich machen? Kann ich irgendwas hier aktiv machen? Alter! Wo bin ich denn hergekommen? Man nimmt sich wirklich vor, sich nicht zu erschrecken und es klappt nicht. Und jetzt? Das ist auch so eine Karte, oder? Alter Fuck. Kann ich jetzt hier irgendwas benutzen? Inventar, die Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal. Und jetzt? Wie komme ich raus? Ja, Leute, wie und wo wir hier rauskommen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis gleich. Ciao, Servus.